Stuffy, der mutige Drache. Hi, Doc. Hi, Dad. Darf ich mir den ausleihen? Der perfekte Hut für die Abenteuer der berühmten Doc McStuffins. Hoffentlich wird deine Abenteuerreise nicht zu gefährlich. Dad, Abenteurer haben keine Angst vor Gefahren. Los geht's! Wer von euch ist mutig genug, die berühmte Abenteurerin Doc McStuffins auf ihrer Reise zu begleiten? Der böse König hat die glitzernde Glitzerkugel geklaut. Ich, Doc. Klingt furchtbar spannend. Ich bin dabei. Immerhin bin ich doch ein Drache. Und Drachen sind ganz besonders mutig. Das gilt nur für echte Drachen, Stuffy. Und du bist nur ein Stoffdrache. Trotzdem bin ich genauso mutig. Bist du genauso mutig wie ein echter Drache? Klar, ich werd's beweisen. Für dieses Abenteuer müsst ihr heute ganz besonders mutig sein. Okay, der König hält die Glitzerkugel da drüben in der alten Burg versteckt. Wir müssen sie zurückholen. Ich kann durch die Blätter überhaupt nichts sehen. Du hast recht. Wir hätten eine viel bessere Aussicht von weiter oben. Das übernehme ich. Bitte ich. Toll, das ist eine gute Idee, Stuffy. Du bist ganz schön mutig. 1, 2, 3, hoch! Oh nein, meine Stofftiernaht ist geplatzt. Stuffy, alles in Ordnung? Ach, na klar ist alles in Ordnung. Was soll mir denn schon passieren? Konntest du da oben irgendwas erkennen? Ja, ein Quietschifisch und ein Schneemann bewachen die verlassene Burg. Das sind bestimmt die Wachen des Königs. Sehr gute Arbeit, Stuffy. Yay! Okay, mein Plan ist der. Lemmy und ich kümmern uns um die Wachen. Grandios! Und wer von euch fährt freiwillig mit diesem Raketenschlitten zur Burg? Er ist so schnell, dass die Wachen ihn niemals bemerken. Das mach ich. Drachen sind perfekte Raketenschlittenpiloten. Brumm! Bist du auch mutig genug, gegen den bösen König zu kämpfen? Ja, ich denke, das bin ich. Toll. Zuerst unser Abenteurer-Schlachtruf. Meer, Himmel und Höhlen kennen wir gut. Wir sind Abenteurer mit großem Mut. Lemmy, lass uns die Wachen ablenken. Hier drüben. Ich glaube, da drüben ist irgendwas Gruseliges. Vielleicht solltest du herausfinden, was es ist. Hi, Quietschi. Du siehst aus, als müsstest du dringend gekuschelt werden. Nichts kann einen besser ablenken, als gekuschelt zu werden. Oh, die andere Wache steht immer noch dort. Das ist meine Chance, meinen großen Mut zu beweisen. Stuffy, was ist passiert? Nichts, womit ein Drache nicht klarkommt. Dann versuch die glitzernde Glitzerkugel zu finden. Halt! Du darfst nicht in die verlassene Burg eintreten. Okay, die Tür ist schon offen. Ganz schön gefährlich, Stuffy. So sind wir Drachen eben. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Ach, ist schon okay. Ich erschrecke mich vor furchtbar vielen Dingen. Chili, was suchst du hier drin? Ich habe Angst, allein da draußen zu stehen. Da bleibe ich lieber bei einem großen, mutigen Drachen. Darf ich vielleicht mit dir kommen? Okay, aber sei leise. Der böse König darf uns nämlich nicht hören. Der böse König? Es gibt einen... Psst! Oh, stimmt. Psst, ich komme schon. Stuffy, merkst du das nicht? Du verlierst deine Füllung. Doc sollte sich das ansehen. Sie kann dir helfen. Psst, Chili. Ich kann es ihr nicht sagen. Ich muss doch jedem hier beweisen, dass ich ein mutiger Drache bin. Und große, mutige Drachen bitten niemanden um Hilfe. Bin ich froh, dass ich kein mutiger Drache bin? Ich frage nämlich ständig nach Hilfe. Ich muss mich jetzt beeilen. Mir ist egal, ob ich meine Füllung verliere. Was ist denn? Da ist die glitzernde Glitzerkugel.
cool! Ich hab sie! Ich hab die glitzernde Glitzerkugel! Was? Ehrlich? Ich wusste, er schafft es. Du bist toll, Stuffy. Halt ein! Drache, du wirst mir die Kugel nicht wegnehmen! Ich bin nämlich der König und ich habe die Kugel mit einem magischen Zauber belegt. Ein magischer Zauber? Oh nein! Zing! Zing, zing! Zing! Zing, zing! Oh je! Ich mag überhaupt nicht leiden, wenn böse Könige Zaubersprüche aussprechen. Oh nein, schon wieder was verloren. Zing, zing, zing. Oh, renn, Stuffy, renn. Aber Chili ist jetzt auf unserer Seite und er ist immer noch da drin. Dann müssen wir ihn unbedingt retten. Stuffy, ich werf dich da hoch und Chili hängt sich an deinen Drachenschwanz. Meinst du wirklich? Ach, weißt du, ihm geht's bestimmt nicht schlecht da drin. Nein, Hilfe! Rettet mich! Rettet mich! Aber wieso kann das nicht Lemmy übernehmen? Du bist doch der mutige Drache. Ich? Ich habe überhaupt keine Lust mehr zu spielen. Stuffy, du wolltest doch unbedingt ein großer Abenteurer sein. Besser, wenn ich mit ihm rede. Sozusagen von Kuscheltier zu Kuscheltier. Vielleicht braucht er nur eine kleine Umarmung. Okay, Lemmy. Wenn ich mit dir kuschel, fühle ich mich auch immer gleich besser. Oh, was ist denn los, Stuffy? Dass du keine Lust zum Spielen hast, gab's noch nie. Magst du ein bisschen kuscheln? Oh, Stuffy, du hast total viel von deiner Füllung verloren. Zeig das mal ganz schnell, Doc. Nein, ich kann nicht. Mutige Drachen können nicht beim kleinsten Wehwehchen gleich anfangen zu heulen. Oh, Stuffy, auch die mutigsten Drachen müssen manchmal Hilfe annehmen. Meinst du echt? Jeder tut sich manchmal weh. Es ist doch nicht schlimm, wenn andere es sehen. Menschen und Drachen, klein oder groß, jedem passiert's irgendwann ausnahmslos. Jeder tut sich manchmal weh. Du bist doch ein Held. Doch nun bin ich verletzt. Schon bald bist du wieder okay. Jeder tut sich manchmal. Du hast recht, Lemmy. Ich gehe besser zu Doc. Genau, du bist mein mutiger Drache. Ja, ich bin ein mutiger Drache. Super mutig. Wo kommst du denn her? Doc, ich glaube, ich habe ein kleines Problem mit meiner Füllung. Oh, Stuffy, was ist denn da passiert? Na ja, als du mich hochgeworfen hast, bin ich an einem spitzen Ast hängen geblieben und dann fiel plötzlich die Füllung raus. Aber ich ließ mir nichts anmerken. Und auf dem Skateboard hat sich die Füllung in den Rädern verfangen und ich dachte so, wuh, wow, wow. Und als ich Chili angebrüllt habe, sagte er, du verlierst deine Füllung. Aber ich war mutig und habe die glitzernde Glitzerkugel geholt. Der König wollte uns verzaubern. Zing, zing. Und dann bin ich hergekommen und dann... Und hatte meine ganze Füllung verloren. Aber warum sagst du das erst jetzt? Na ja, ich habe mich nicht getraut. Ich wollte, dass du mir glaubst, dass ich ein großer, mutiger Drache bin. Du bist sehr mutig. Es erfordert viel Mut, um Hilfe zu bitten. Das habe ich versucht, ihm klarzumachen. Na komm, jetzt werden wir uns um dich kümmern. Die Praxis ist geöffnet. Okay, Stuffy, stellst du dich bitte mal auf die Waage? Du wiegst schon ein bisschen weniger als sonst, aber das war ja auch klar. Weil ich so viel Füllung verloren habe? Ja, ganz genau. Aber jetzt führe ich dich trotzdem erstmal ab. Würdest du bitte ganz tief einatmen? Gut, jetzt ausatmen. Deine Lunge hört sich gut an. Lass auch mal dein Herz hören. Stuffy, dein Herzschlag klingt gut. Du hast ein sehr starkes Herz. Danke. Aber hier höre ich viel weniger. Ich kann eine Diagnose stellen. Ein besonders schwerer Fall von Flacheritis. Wow, ich habe eine eigene Seite im großen Buch der Wehwehchen. Dafür hat es sich gelohnt, so viel Füllung zu verlieren. Vor allem, weil ich ja weiß, dass du mir helfen kannst, Doc. Du kannst es doch reparieren, oder? Es gibt da nur ein Problem. Ich weiß nicht, wo deine Füllung hin ist. Und die Füllung brauche ich schließlich. Jetzt, da ich gelernt habe, dass es auch mutig ist, um Hilfe zu bitten,
werde ich einfach meine Freunde um Hilfe bitten, mit mir meine Füllung zu suchen. Das musst du gar nicht, Stuffy. Die haben wir schon aufgesammelt. Guck, hier ist sie. Oh, ihr seid wahre Freunde. Oh, das fühlt sich schon viel besser an. Bitte schön, Stuffy. So gut wie neu. Mir geht's besser, so viel besser. Danke, Doc, du hilfst und mein Wehwehchen vergeht. Klar ist der Befund und schon bin ich gesund, wie ihr seht. Weil's mir jetzt besser, so viel besser geht. Jetzt, da alles wieder in Ordnung ist, fühle ich mich noch viel mutiger als sonst. Chili? Bin ich jetzt also auch mutig, weil ich meine Freunde um Hilfe bitte? Schau Doc McStuffins im Disney Channel.